Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kommunikation ist nicht alles, aber ohne Kommunikation ist alles nichts. Das ist zwar eine sehr freie Auslegung des Originalzitates, macht es jedoch in Zeiten, in denen das Internet schon lange eine Dominante in unserer alltäglichen Kommunikation darstellt, nicht weniger wahr. Doch wie soll man im öffentlichen Raum online kommunizieren, wenn dazu die Möglichkeit, sprich der Zugang zum Internet, fehlt? Meine Damen und Herren, ich spreche jetzt ausdrücklich nicht über den Ausbau des Breitbandes in Mecklenburg-Vorpommern, sondern ich spreche über den freien Zugang zu WLAN-Angeboten in Mecklenburg-Vorpommern. Die bittere Wahrheit in diesem Zusammenhang ist, dass die freien Zugangsmöglichkeiten zum Internet in Deutschland nicht bestehen wie in anderen Bundesländern. Deutschland ist ein Entwicklungsland. Wir kommen aus der Stagnation nicht heraus. Manche sprechen auch von der deutschen WLAN-Wüste. Das kann man mit Zahlen unterlegen. Auf 10.000 Einwohner kommen in Deutschland gerade mal 3 Hotspots, also öffentlich zugängliche WLAN-Netzwerke. Zum Vergleich, in Schweden sind es 10, in Großbritannien 30, in Südkorea sogar 37. Dazu kommt die teilweise erheblich eingeschränkte Versorgung mit mobilem Internet in unserem Land. Wer es nicht weiß, das soll jetzt keine Belehrung sein, das sind 2 verschiedene Dinge. Also WLAN ist was anderes wie das mobile Internet. Außerhalb der Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns und Deutschlands, insbesondere in den Ländern der Europäischen Union, sieht dieses alles ganz anders aus. Dort sind freie WLANs gang und gäbe. Geregelt wird das in den Mitgliedsländern zwar unterschiedlich, aber Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit den Anbietern vom Internet, das ist etwas, was nun wirklich nur in Deutschland existiert. Und das bereitet auch echt Probleme. Ein kleines deutsches Einzelproblem, das international gar nicht wahrgenommen wird, aber insofern Touristinnen und Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Deutschland kommen, auch wir selbst spüren dieses Problem. Der Wirtschaftsausschuss war im März in Brüssel, der Energieausschuss war jetzt vor kurzem in Brüssel, andere Ausschüsse fahren auch nach Brüssel. Ich hatte jetzt Gelegenheit, im Oktober in Belgien Urlaub zu machen. Also da ist in Restaurants, in Supermärkten, anderswo, in den Städten, ist gar keine Frage, dass du mit deinem mobilen Endgerät in ein freies WLAN-Netz dich einloggen kannst. 2 Klicks und du bist also online. Das ist in Deutschland nicht möglich und dazu will ich jetzt auch im Einzelnen noch etwas sagen. Im Kommunikationszeitalter erwarten Bürgerinnen und Bürger einfach, dass sie schnell wichtige Dinge über das Netz abrufen können. Das kann der Fahrplan für Bus oder Bahn sein. Das können die Öffnungszeiten von Ämtern oder Behörden sein, viele andere Dinge mehr. Wenn selbst solche Informationen nicht verfügbar sind, weil Daten weder über das Mobilfunknetz noch über das freie WLAN abgerufen werden können, dann ist das in Zeiten, in denen permanent von digitaler Gesellschaft und von digitaler Wirtschaft gesprochen wird, schlichtweg ein Armutszeugnis. Andere Bundesländer haben das erkannt und darauf reagiert. Sie unterstützen Freifunkinitiativen, die freie und nicht konventionelle Bürgernetze aufbauen. Neben Nordrhein-Westfalen haben jüngst die Landtage von Sachsen-Anhalt und Thüringen den Weg freigemacht, um landeseigene Immobilien für den Freifunk nutzbar zu machen. Ähnliches wurde den Kommunen in diesen Ländern empfohlen. Nun ist es nicht so, dass Freifunk in Mecklenburg-Vorpommern komplett unbekannt wäre. Also in größeren Städten wie Schwerin und Rostock gibt es sowohl Freifunkinitiativen als auch öffentliches kommunales WLAN. In Greifswald ist der Freifunk im Aufbau. Die Stadt Rostock bietet zum Beispiel auf dem neuen Markt der Hansestadt frei zugängliches WLAN an. Auch auf dem Schweriner Markt können Bürgerinnen und Bürger seit dem Mai 2013 kostenlos auf das kommunale Netzwerk zurückgreifen. Das Engagement in Sachen Freifunk in diesen Städten ist richtig und wichtig. Viel wichtiger und nötiger sind solche Angebote jedoch im ländlichen Raum, weil in diesen Städten, von denen ich gerade gesprochen habe, auch mobiles Internet in einer guten Qualität vorhanden ist. Aber im ländlichen Raum wissen wir ja auch, dass dort die Mobilfunknetze entsprechend nicht diese Qualität haben, wie sie hier in den großen Städten zu verzeichnen sind. Dort ist also die Internetnutzung im öffentlichen Raum oft nur schwer oder schwer möglich und eingeschränkt möglich. Die Stärkung von Freifunkinitiativen könnte hier Abhilfe schaffen. Fahren Sie doch einmal mit der Bahn von Schwerin nach Rostock und zurück und versuchen Sie auf diesem Weg lückenlos Zugang im Netz zu bekommen. Es wird Ihnen einfach nicht gelingen. Oder stellen Sie sich in Termin mal auf den Platz der Besten. Der Plan, hier öffentliches WLAN anzubieten, scheiterte im Januar dieses Jahres an den juristischen Bedenken der dortigen Stadtverwaltung.
Warum das so ist, dazu komme ich später noch einmal. In Machin sieht es nicht besser aus. Auch in Güstrow sind die 4 in der Stadt vorhandenen WLAN-Hotspots in der Hand des Einzelhandels und damit bestenfalls teilöffentlich. Und das sind nur einige Beispiele von vielen. Freifunkinitiativen, den Zugang zu Landes- und kommunalen Immobilien zu ermöglichen, sorgt sicherlich nicht für die Komplettabdeckung des Landes mit schnellem Internet. Aber man kann es, wie gesagt, zeitlich begrenzen. Man kann es zeitlich öffnen, wenn eben abends oder auch an den Feiertagen diese Netze nicht genutzt werden bzw. Kapazitäten nicht voll ausgenutzt werden. Aber die weißen Flecken auf der Karte in Mecklenburg-Vorpommern in Sachen Netzabdeckung würden dann auf jeden Fall weniger werden. Wenn es zum Beispiel um den Zugang zu Immobilien geht, die als WLAN-Knotenpunkte nutzbar sind. Und ich will Ihnen sagen, die Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern gehen mit gutem Beispiel voran. Sie arbeiten bereits mit Freifunkinitiativen zusammen. Sehr geehrte Damen und Herren, wie wichtig eine bessere Netzabdeckung und Versorgung mit freiem WLAN ist, zeigt sich auch in der aktuellen Flüchtlingssituation. Kommunale Immobilien, in denen Flüchtlinge untergebracht sind, könnten für die Geflüchteten eine wichtige Brücke in ihre Heimatländer darstellen, wenn Freifunkinitiativen die Möglichkeit bekämen, offene Netzwerke zu installieren. In Rostock gibt es diese Kooperation zwischen der Kommune und den ortsansässigen Freifunkern und der Universität. Die Linksfraktion in der Rostocker Bürgerschaft hat im Mai dieses Jahres einen entsprechenden Antrag in die Bürgerschaft eingebracht und für eine Unterstützung des städtischen Freifunks gesorgt. So können nun im Stadtgebiet gelegene Flüchtlingsunterkünfte mit Internet versorgt werden. Das ist beispielhaft und zeigt, wie wichtig das Ehrenamt auch in diesem Bereich einer Kommune für eine Kommune ist. Mit Blick auf die Wirtschaft unseres Landes tritt ein anderer Aspekt hervor. Ich hatte ihn schon angesprochen. Der zeigt, wie wichtig freies WLAN ist. Der Tourismus, darüber haben wir gerade im vorangegangenen Tagesordnungspunkt gesprochen, ist zentraler Wirtschaftsfaktor für unser Land. Wie aber informieren sich Menschen im Urlaub in einer ihnen fremden Gegend beispielsweise über kulturelle Angebote? In der Regel geschieht dies über das Web. Und wenn keines vorhanden ist, dürfte dies mit Sicherheit bei einigen dazu führen, dass sie beim nächsten Mal den Urlaub woanders buchen. Auch hier könnte der Freifunk Lücken schließen. Für den Einzelhandel wird die Möglichkeit, den Kunden alternative Bezahlmöglichkeiten anzubieten, immer wichtiger. Das gilt auch für die Möglichkeit, mit dem Smartphone zu bezahlen. Dafür ist ein schneller und unkomplizierter Zugang zum Netz nötig. Dafür ist freies WLAN des Einzelhandels, des Einzelhändlers oder ein Freifunknetz nötig. Wie Sie sehen, sind die Argumente für freie Netzwerke vielfältig, liegen auf der Hand. Da stellt sich doch zwingend die Frage, warum es sie so selten bei uns gibt. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt komme ich zu einem juristischen Problem. Und das ist die sogenannte Störerhaftung. Und das ist eben das, was in Deutschland einzigartig ist und wo wir uns von allen anderen unterscheiden. Diese Störerhaftung besagt, dass Anbieter eines Internetzugangs für kriminelle Handlungen von Dritten, die im jeweiligen Netzwerk unterwegs sind, haften sollen. Bei gewerblichen Anbietern wie bei Telekommunikationsunternehmen ist das ziemlich simpel. Die beanspruchen das sogenannte Provider-Privileg und umgehen die Störerhaftung mittels Vorschaltseite. Das heißt, wenn du dich da einloggen willst, musst du die entsprechenden allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, indem du das anklingst. Wie bitte? Das ist auch gut, komm ich gleich drauf. Dass also die allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den jeweiligen Nutzer, User dann akzeptiert werden und dann kann ich entsprechend dieses Angebot nutzen. Die darüber hergestellte Rechtssicherheit verhindert zwar keine Rechtsbrüche, ist aber mit zusätzlichem logistischem und finanziellen Aufwand verbunden, sichert den Betreiber aber eben juristisch ab. Für die Privaten ist das Betreiben eines offenen Netzwerkes nur dann möglich, wenn der Betreiber zumutbare Anstrengungen unternommen hat, um eine missbräuchliche Nutzung seines Anschlusses zu verhindern. Das bedeutet aber Verschlüsselung. Und das hat ja nun wiederum nichts mit einem öffentlichen Netzwerk zu tun. Freifunk als Alternative ist dagegen vielen noch unbekannt. Und die Teilnahme an Initiativen wie OpenNet gilt in Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor als etwas für Technik-Exoten, also diejenigen, die auch affin sind für diese Fragen. Auch rechtlich gesehen ist es für die Freifunkinitiativen sehr schwierig, ihr offenes Netzwerk zu betreiben, da die Anerkennung als Provider kompliziert und sehr langwierig ist. Also setzen die Ehrenamtler auf offenes WLAN und wenn es sein muss, auf juristische Konfrontation. Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Sehr geehrte Damen und Herren, stellen Sie sich bitte vor, ein Autofahrer wird auf einer kommunalen Straße in der 50er-Zone mit 60 erwischt, geblitzt. Jedem ist klar, dass er dafür gerade stehen muss.
Nach der Logik der Störerhaftung müsste aber diesen Bescheid, diesen blauen Brief die Kommune bekommen, weil sie stellt die Straße zur Verfügung. Ich hoffe, damit ist klar geworden, worum es hier geht. Deswegen ist es hier notwendig, dass eben auch auf Bundesebene daran gearbeitet wird und in Deutschland, auch in Mecklenburg-Vorpommern, die Möglichkeit geschaffen werden, in Gaststätten, in Kneipen, in Cafés eben einen freien WLAN-Anschluss anzubieten, wie das in anderen Ländern konkret der Fall ist. Auch in der Min war die Rechtsunsicherheit so groß und zu groß, dass man auf dieses Angebot eines kommunalen freien WLANs verzichtet hat. Also, Herr Kurkert, wie Sie zwischengerufen haben, vollkommen richtig, muss auf Bundesebene diese Störerhaftung beseitigt werden, dass wir dann aus diesem freien Zugang kamen. Und mit unserem Antrag stoßen wir unter anderem auch genau in diese Richtung, nicht nur, aber auch in diese Richtung. Wir führen in Deutschland bei der Störerhaftung eine Debatte, die von Ängsten und Vorurteilen geprägt ist und nicht von Fakten. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat seit knapp 3 Jahren ein Pilotprojekt mit einem großen deutschen Betreiber aufgelegt. Im Ergebnis dieses Projektes ist klar herausgekommen, dass es über die Zurverfügungstellung freier WLAN-Zugänge nicht zu mehr Rechtsverstößen kommt. Das ist wichtig zu wissen. Merken Sie sich das bitte. Umso erfreulicher ist es, dass der Bundesrat am 9. November sich dazu verhalten und dringende Änderungen im Telemediennetz in dem Falle angemahnt hat. Man darf gespannt sein, wie sich gerade die Bundestagsfraktion von SPD und CDU zu den Themen wie Abschaffung der Störerhaftung verhalten werden. Denn das Votum der Länder ist das eine, das Verhalten der Großen Koalition in Sachen Störerhaftung eine ganz andere Sache. In Nordrhein-Westfalen hatte sich der Landtag im Juni dieses Jahres für eine dahingehende Änderung des Telemediengesetzes ausgesprochen. Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sich dem angeschlossen. Das erwähne ich unter anderem deswegen, weil in allen 3 Ländern die SPD Antragseinbringerin war. In NRW hat die CDU sich enthalten, in Sachsen-Anhalt war sie Miteinbringerin, in Thüringen hat sie zugestimmt. Also, wenn dort die Parteien schon zugestimmt haben, dann erwarte ich auch, dass Sie heute unserem Antrag zustimmen. Böse Zungen, meine Damen und Herren, behaupten ja, dass in unserem Land alles 50 Jahre später stattfindet. Ich meine, wir können das widerlegen, indem wir in Sachen Freifunk eben jetzt vorangehen und über diesen Antrag, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, über diesen Antrag klar machen, wir wollen den Freifunk, wir wollen den Zugang zum Freifunk unter anderem auch über Landesimmobilien. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, welch ein Signal könnte von diesem Landtag ausgehen an Freifunkinitiativen, an junge und alte Menschen, die an jedem Ort zu jeder Zeit ins Netz wollten. Aber mit Ihren Redebeiträgen und Ihrem Verhalten, mit Ihrem kleingeistigen Verhalten verhindern Sie dieses Signal. So ist es, selbstverständlich. Das Erste, ich weiß nicht, Frau Wippermann und Herr Eifler, wie es Ihnen geht, wenn Sie mit jungen Leuten hier in Sprechstunden, sagen wir mal, hier im Landtag oder auch bei Ihnen zu Hause sitzen. Die erste Frage, die mir gestellt wird, ist, wie komme ich wann ins Netz? Wie ist es mit der Netzneutralität? Dann kommt die Vorratsdatenspeicherung. Das sind immer die ersten Fragen. Vermute mal, das hat gar nichts mit Partei zu tun. Das sind Fragen, die die jungen Leute insbesondere bewegen. Selbstverständlich. Das hat übrigens, Herr Peterreit, überhaupt nichts gar nicht damit zu tun, dass nun die Flüchtlinge inzwischen hier angekommen sind und im Netz surfen wollen und Kontakte zur Heimat aufnehmen wollen. Damit hat unser Antrag gar nichts zu tun. Es ist eine Unterstützung, damit diese Menschen ihre Kontakte herstellen können. Aber was haben wir denn gehört? Was haben wir denn gehört von Herrn Glawe? Was haben wir von Frau Wippermann gehört? Nur eins, Bedenken. Und wenn Sie so dieses Land regieren wollen, mit Bedenken, dann kommen Sie nicht weiter mit dieser Frage. Doch, ich habe sehr aufmerksam zugehört. Wenn wir uns hier alle einig sind, dass die Störerhaftung beseitigt werden muss, damit die rechtliche Hürde als Zugang zu dem freien Netz abgeschafft wird, dann können Sie doch nur eins sagen, dann unterstützen wir den Antrag der Linken, weil genau das von uns gefordert wird. Zweitens, Frau Wippermann, natürlich muss man zwischen öffentlichen WLAN und Freifunk unterscheiden. Dem User, warten Sie doch mal bitte ab, dem User ist es doch vollkommen Wurst, ob er ein öffentliches WLAN hat oder eine Freifunkinitiative ihm den Zugang zum Internet anbietet. Doch, wir reden hier über Politik, Frau Wippermann, wir sind hier bei Politik. Und das Signal unseres Antrages heißt doch, dass jede Frau und jeder Mann, auch jedes Kind und jeder Jugendliche zu jeder Zeit ins Netz kommen kann. Und zwar öffentlich, in ein offenes Netz kommen kann. Darum geht es doch.
Die technischen Details, wie das zu organisieren ist, ist doch eine ganz andere Frage. Ich sage als Ingenieur immer, wenn die Politik eine Entscheidung trifft, sind dann die Ingenieure dran, um diese Entscheidung technisch umzusetzen. Und der Punkt ist doch, da haben Sie doch vollkommen recht, das weiß ich auch, Freifunkinitiativen sammeln freie Kapazitäten, Bandbreiten, um für die Öffentlichkeit ein offenes Netz zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir sagen, dass man bei Landesimmobilien entsprechende technische Voraussetzungen schaffen kann, damit Freifunkinitiativen ihre Angebote machen können, ist das eine Variante. Ich würde ja sogar weitergehen, Sie haben es ja selbst gesagt, wenn hier im Landtag Mecklenburg-Vorpommern die technischen Voraussetzungen da sind für öffentliches WLAN, in dem Fall nicht Freifunk. Und wenn beispielsweise in der Stadt Schwerin oder in der Stadt Rostock oder anderswo zu bestimmten Zeiten die Netze nicht ausgenutzt werden, ja, ganz einfach, weil die Leute nicht arbeiten, da wollen sie die Rechtskarte ziehen, die Rechtssicherheitskarte. Ich sage ihm, es gibt technische Möglichkeiten, um auch zwischen dem Intranet und dem, was geschützt werden muss, und dem offenen Netz zu unterscheiden. Da können Ingenieure, Techniker und entsprechende Tüftler auch Möglichkeiten schaffen. Aber das politische Signal auszusenden, wir wollen diese Möglichkeit, dass dann die Leute loslegen können, das halte ich für wichtig. Und Sie sagen, der Freifunkbedarf hier in Mecklenburg-Vorpommern ist gering. Ja, mein Gott, wenn keine Angebote da sind, wenn nicht die Möglichkeit besteht, diese Freifunkinitiativen auch praktisch, technisch umzusetzen, dann wird es auch keine Bedarfe geben. Ich behaupte, die Bedarfe sind viel größer, als wir alle zusammen annehmen. Ich weiß zumindest aus eigenem Erleben, und Sie können das genauso berichten, dass Bedarf an freiem Zugang zu einem Netz, egal an welchem Ort und zu welcher Zeit, tatsächlich immer gegeben ist. Und es wird, wenn die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dann auch viel mehr Initiativen geben, um also ein solches offenes Netz tatsächlich zu erreichen. Ja, und in den anderen Ländern, meine Damen und Herren, gibt es aus Ihren Parteien ganz andere Auffassungen. Und da will ich Ihnen mal einige ganz kurz hier vortragen. Beispielsweise in den Landtagen Thürings und Sachsen-Anhalts. Da sagt eben ein gewisser Herr Dr. Vogt von der CDU, Zitat, ich glaube, das Thema offene WLAN-Netze und auch gleichzeitig Hotspots für Freifunk ist etwas, was Teil der modernen Welt ist und dass wir da auch in einer etwas antiquierten Weise unterwegs sind. Genau das hat er Ihnen heute hier ins Stammbuch geschrieben. Und Ulrich Thomas, auch von der CDU, sagt zu diesem Thema, Zitat, wir kennen freies WLAN von Dienst- und Urlaubsreisen und den gleichen Service müssen wir hier auch anbieten. Und Matthias Graner von der SPD sagt in diesem Zusammenhang zum Freifunk, Zitat, ein Bürgermeister im Dorf kann mit dem Begriff Freifunk vielleicht nichts anfangen. So ein Landtagsbeschluss öffnet den Engagierten vor Ort die Türen. Nichts anderes habe ich gesagt, nichts anderes sagt unser Antrag. Deswegen, es geht um ein Signal, es geht um eine Aufforderung. Es geht darum, sich als modernes Land Mecklenburg-Vorpommern zu präsentieren. Für die Menschen, die hier leben, für die Menschen, die hier Urlaub machen wollen, für die Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen. Stimmen Sie dem Antrag zu, da zeigen Sie Größe und da zeigen Sie auch, dass wir ein modernes Mecklenburg-Vorpommern schaffen wollen. Herzlichen Dank.